Hallo Leute, wisst ihr was? Ich weiß, man hat eine Angel gebaut. Nee. Was? Ah, süß, das ist okay. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie man jetzt eine Angel baut. Das heißt, wir könnten. Das heißt, wir könnten. Wir können gleich angeln. Wenn man einmal richtig angelt, biegbar machen. Dann. Haut so ein. Sehr gut. Und wenn man noch so eine biegbar machen Ast hat, einen biegbaren Ast. Ast, welche Mittel ist das eigentlich? Okay. Moment, ich brauche mal Wolle. Also noch eine Schnur. Und das und das und das macht gleich fantastisch. Den Bogen packe ich mir auf die 2 und die auf die 3. Und jetzt wollen wir mal erstmal eine Runde angeln. Hier ist ein Angelbereich, weil es hier blubbert. Hier, seht ihr? Und das haut jetzt rein. Fisch. Und ich sag euch eins. Wenn man einmal richtig angelt, dann hat man nie Probleme mit der Nahrungsquelle. Ich seht mal her. Das ist doch schon mal super. Die Fische sind total einfach zu kriegen. Und wenn man die brät, dann hauen die richtig rein. Und mit den Fischen geht auch noch die Durstquelle runter. Wäre so schlecht zurück, dann hole ich meinen großen Bruder. Richtig cool. Oh mein Gott, schaut mal auf unseren Schlaf. Wir brauchen unbedingt ein bisschen Schlaf und das Licht sieht einfach toll aus. Zack. Und da rein. Und direkt mal einen Fisch essen und pau. Und unser Leben ist wieder fast voll. Und soweit ich weiß, ja, hier sind ja auch Fische. Sehr gut. Also, erstmal hier wunderschön angeln. Fantastisch. Das haut immer rein. Deswegen werde ich mich jetzt einfach die ganze Zeit hier hinstellen und dann sehen wir uns gleich sehr wieder. Gut. Tschüss. Und was passiert jetzt? Skills verbessert. Ja, ich glaube, da bin ich meine Skills noch gar nicht drauf eingegangen. Hier, angeln. Man kann Skills haben. Zum Beispiel im Graben. Im Jagen. Im Anpflanzen. Und in dem Fall auch in Angeln. Auch in Holzfällen und in Anpflanzen. Ja, Anpflanzen, in allen möglichen kann man Skills haben. Aber wir sind dann später wieder. So Leute, und da bin ich auch schon wieder. Und wir haben ganze 14 Fische. Und jetzt bin ich auch langsam mal müde. Und habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit die rechte Maustaste zu drücken. Deswegen werde ich mich jetzt in Richtung Opa-Unterkunft begeben und mich doch zur Ruhe begeben. Ja, und dann wollen wir uns die Liste vorknöpfen, die uns der Typ gegeben hat. Yeah, yeah. Und direkt mal so einen Fisch reinwerfen. Oh, Instant Clicking. Und jetzt haben wir ganze 14 Fische und damit werden wir bestimmt mehr als einen Tag überleben. Ja, da bin ich mir fast schon sicher. Da bist du ja. Okay. Pass mal auf, Junge. Du hast mir eine Liste gegeben, da steht ganz viel Kram auf. Oh,
Leute. Bananen, Bananen, okay. Oh, Federn könnte das größte Problem werden. Liane, Rinde und Stein ist ja kein scheiß Problem. Liane, Rinde und Stein. Wie viel Liane war das? Eine Liane. Oh Gott, dann haben wir das schon mal geschafft. Dann ist das Problem einfach nur die Bananen und die Häute und die Äste. Ist ja auch kein Problem werden. Wie viele Äste haben wir? 3 Stück. Ja, komm, die Liste, die kriegen wir hin. Ich schicke den ganzen Kram mal in das Lager. Speichere aber erst einmal. A, B, C, D. Glaube ich jedenfalls, dass das stand. Ja, das Zeug. Ups, das nicht. Das Zeug kommt da rein. Das Zeug kommt da rein. Und eine Sekunde. So, und wieder hier. Und, ja. So, eine Liane, Rinde, Rast. Ich brauche noch das hier. Äste ist kein heißes Problem. Das macht man doch ganz schnell. Und das hier wächst wunderbar. Wo wir es eigentlich nicht mehr brauchen. So, das scheiß Vieh müsste jetzt weg sein. Und Sekunde. So, und da bin ich auch schon wieder. Allerdings nicht original. Nein. Was ich damit sagen möchte. Ich war so schlau und hab nach dem YouTuber mich nicht wieder entmutet. Deswegen muss ich jetzt diesen Teil hier nachkommentieren. Aber das ist ja nicht so schlimm. Mal sehen, was ich mache. Und Sekunde. So, jetzt sehe ich auch ein Vollbild. Ja, ich glaube, ich kaufe mir jetzt bei den Opa ein paar Sachen. Glaube ich jedenfalls. Oder ich mache irgendwas anderes. Nee, genau. Ich gehe heute sammeln für die Aufgabenliste und diesmal von Schildkröten, weil man die einfach holen kann und da spritzt auch schon das Blut. Brutalst. Ja, und da hinten ist auch schon direkt die zweite Schildkröte, die ich mir holen werde. Das läuft hier ganz super. So, ich stelle mal bei mir ein bisschen leiser. Oh ja. Ja. Eigentlich sammle ich in diesem Tag noch ein paar, also im letzten Teil ist noch ein paar Sachen für die Liste. Und ja, das ist alles. So, dann wollen wir jetzt auch mal ein bisschen hier Inland erkunden. Und da war dieser Typ, mit dem wir das Abkommen haben, dass wir ihm Kram geben und er uns dafür reinlässt. So, ah ja, genau, hier ist das Dorf. Okay. Einmal das schönes Trinken, weil wir uns wohl Trinkleiste schauen, die geht's nicht ab. Ah, schön erfrischend. Und Bananen. Ja. Mal sehen, ich glaube, jetzt erkunde ich mal gerade die Insel. Bitterwurzel gefunden. Beeren gefunden. Oh, 5 Beeren, das ist viel. Hm? Ja. Ja, genau. Jetzt erkunde ich mal die Insel. Ah, Pilze, das ist praktisch. Pilze waren immer Nahrungsretter in Not. Außer Giftpilze. Na, da komme ich dran. Hallo, Typ. Was geht? Ups, ich habe ihn geschlagen. So. Ich finde, alles im Allen sieht das Spiel einfach super aus. Ja, also für ein kostenloses Spiel. Das ist einfach... Ich finde es supi. Nochmal durchgehen, die Liste. Okay. So, was mache ich jetzt? Nochmal auf die Liste schauen. Ach ja, hätte ich nur mein Headset richtig unmutet. Ah ja, stimmt, ich lagere die ganzen Sachen ja in der Kiste, damit ich sie später nicht irgendwie aus Versehen wegwerfe oder so. Bären. Okay, jetzt wollen wir das Innere der Insel untersuchen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier nichts Interessantes eigentlich. Da vorne war eine Spinne, aber das ist ja nicht so wichtig. Das sind ganz normale Blümchen. Das war eine Fliege. Betonung liegt auf, das war eine Fliege. Und das ist der Inhalt einer Fliege. Supi. Der Inhalt einer Fliege. So, was mache ich denn sonst noch?
Oh, ein Löwe. Achtung, da sollte ich mich von fernhalten. Getreide. Also Korn, ja, Korn und so. Und, ah, jetzt weiß ich, was ich mache. Das ist eigentlich ziemlich sinnlos, aber ich find's lustig. Ich fand's lustig. Ja, komm. Jetzt mache ich erstmal gar nichts Sinnvolles. Das sieht schon echt super aus, das Spiel. Hey, auf diesen Baum könnte man doch rein theoretisch. Yes! Nicht essen. Also nicht auf diesen Baum könnte man rein theoretisch Fisch essen, sondern auf diesen Baum könnte man rein theoretisch reingehen. Und da könnten wir eigentlich Federn herbekommen, aber die Vögel bekomme ich nicht. Einfach unmöglich. Oder ich brauche mir einen Bogen. Bogen. So. Und hier sehen die Blätter irgendwie total gesund aus, wenn ihr mal drauf achtet. Sehr strange, weil die alle so aufeinander liegen. Da verschwinden auch ein paar Blätter. Aber hey. Oh yeah, und jetzt gleich. Da ist das Dorf. Dorf. Ank. Wofür Dorf Ank steht, könnt ihr euch rein theoretisch denken. Ja, gleich geht hier richtig Party los. Ja, ja. Na komm. Jetzt muss ich einfach nur einen Weg finden. Weil offiziell kann man nicht so gut auf Bäumen gehen. Inoffiziell ist das natürlich anders. Außerdem ist das Schrittgeräusch auf Bäumen, finde ich ziemlich schön. Oh, wir werden angegriffen. Aber du kannst mich mal. Ich bin jetzt hier. Oh yeah. Na, was willst du tun? Aua, aua. Fremder, lass mich in Ruhe. Ey, Alter. Nein, oh, ich brenne. Ey, coole Sachen. Aua. Nicht töten. Töte lieber diesen Dorfknopf. Ja, stirb. Yeah, Eisen. Und Eiste. Der ist natürlich sehr awesome. Das geht nicht. Ich brauche ein Schlüsseleier. Aua. Aua. Ich habe euch doch gar nichts getan. Lasst mich in Ruhe. Aber naja, wir wollen einfach mal laden. Und da sind wir schon da oben. Und ist aufgefallen, wie schnell es Nacht geworden ist. Da sind wir schon wieder unten. Wow. Ich habe es zwar in einem Paralleluniversum getan, aber jetzt tut mir hier nichts. Oh, ich will was trinken. Aber das war's für diesen Part. Ciao Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Stranded und tut mir leid, dass der letzte Teil nachkommentiert war. Aber es ging nicht anders. Tschüss.